Ja, hallo jemand und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Immer fränkisch. So. Nein, den guten Himmelstempel. Und mal wieder den. Und der Förderberg. Ah, sowas. Na. Warte. Falsche Tasten. Gruß euch. Was braucht ihr, Freund? Risiko. Ich war im Quatsch. Aber es gibt keinen anderen. Der hat die tolle goldene Rüstung an. Sie wird. Sie muss. Ich will da wissen, worum es geht. Ah, hier seid ihr. Ich habe gute Neuigkeiten. Warum war das nicht vertont? Was braucht ihr? Ihr seid zurück. Und ihr habt den großen Stein. Den hatte ich schon immer. Hatte ich ja Wahl? Ja, ihr habt es geschafft. Ich kann euch zu nichts zwingen. Ich verstehe das. Und ich danke euch. Doch. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen großen Welkinstein sehen würde. So schön wie die alten Geschichten. Ich weiß nicht mal, was der tut. Aber natürlich ist seine Schönheit nur eine Maske für seine tödliche Macht, so wie bei allem, was die Eileiden erschaffen haben. Jetzt brauchen wir nur noch den vierten Gegenstand und dann können wir endlich ein Portal zu Mankar Kamorans Reich öffnen. Was ich ist der? Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Es ist das Gegenstück zum großen Welkindstein, genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Dedra und der Göttlichen waren. Welkinsteine enthalten die konzentrierte Kraft von Mundus und ihre Gegenstücke sind Siegelsteine, die dazu dienen, Oblivion-Tore offen zu halten. Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Es wird euch nicht gefallen. Joffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumath wird es sicherlich auch nicht gefallen. Große Siegelsteine dienen großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte hier öffnen will. Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Das ist mir doch wurscht. Ich weiß, dass das Risiko groß ist. Aber wir haben keine... Ja, komm, dann machen wir das halt. Nein. Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? Ich sagte euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt, ist, dass wir handeln. Dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Mhm. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Da, endlich einmal einer, das erkennt. Götter gehandelt? Ich Nein. weiß es nicht. Naja, ich Aber bin, nun also, liegt es an mir zu handeln. Ich bin ja irgendwo in dieser Hinsicht Gott in diesem Spiel, aber ich kann es ja beenden. Also. Bitte, mein Freund. Ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin... Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr überzeuge. Gut, bittet sie mich in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche... Okay. Und bevor wir das machen jetzt... Was immer ihr braucht... Ja, wie kannst denn du mir helfen? Ich denke mal gern handeln. Möge euer Schwert Muss mal irgendein Händler sein. Was ist? Oder so Lehrer... Also irgendwas... Tut mir leid. Huch. Was macht denn der da? Der schwebt jetzt da einfach so rum, oder was? Sind die anderen oder den Zielen auch noch da? Achso, die Rüstung hat der an. Klar, so kommt eins und eins zusammen. Ist ja unglaublich. Vergebt mir. Achille. Handeln, handeln. Was kann ich für... Handeln, was beibringen, was kann irgendwas, ich für... irgendwas. Behaltet ein treues Herz und ein waches Auge. Wo geht's denn da hin? Waffenlager? Nein. Ich fürchte... Kann da nix. Nee, kann nix herstellen. Hm.
Bäm, bäm. Guten Morgen, Herr. Ja, ich bin ein Herrenmeister. So, da ist jetzt ein Bett. Das kann sein, das stürzt mir dann gleich wieder ab. Deswegen speichere ich jetzt einmal. Und wenn es abstürzen sollte, dann sage ich jetzt schon mal bis gleich. Ihr träumt von jemandem, der friedlich in seinem Bett schläft, als ein hagerer Schatten lautlos ins Zimmer gleitet. Er nähert sich dem Bett, beugt sich über den Schlafenden und versenkt seine Reißzähne in dessen Hals. Ich will aber nicht... Jetzt, ihr seid aufgestiegen zur Stufe 3. Stärke machen wir wieder. Wir machen... Ich glaube, ich... Ja, ich... Ich nehme wieder meine Hauptwerte. Okay, und jetzt ist es abgeschmiert. Schön. Traumhaft. Es ist, ne? Tschüss.